Willkommen zum Speedrun zum BMT 2022. Ich mache heute wieder für euch die Gruppe A. In der Gruppe B ist quasi alles dasselbe, bloß dass ein paar Sachen umbenannt sind oder ein paar andere Zahlen dastehen, aber die Techniken sind genau dieselben. In der ersten Aufgabe sollen wir uns diese Gerade G anschauen, die durch die Punkte A und B geht. Der Punkt C liegt eben nicht auf der Gerade. Und jetzt sollen wir als allererstes die Mittelsenkrechte machen. Das ist tatsächlich mit dem Tablet, mit dem ich das hier aufnehme, total schwierig, weil ich nicht wirklich Kreise machen kann, die einen genauen Mittelpunkt haben. Deswegen ist das alles eher sehr skizziert hier. Also was ich machen muss, ist, ich mache einen Kreis um A und B mit einem Radius, der länger ist, also größer ist, als die Hälfte der Strecke. Wenn ich das mit dem gleichen Kreis bei A und bei B mache, ergeben sich zwei Schnittpunkte der beiden Kreise und da geht die Mittelsenkrechte durch. Das heißt, ich dupliziere gerade meine zwei Kreise und hoffe, dass ich ungefähr den Mittelpunkt hinbekommen habe, B und A. Sieht relativ gut aus. Ganz 100% akkurat wird es jetzt hier nicht sein. Durch die beiden Punkte, die ich jetzt habe, geht meine Mittelsenkrechte. Die zu zeichnen ist auch nicht so einfach tatsächlich mit dem Tablet. Man sieht hier nicht das Tool, das ich verwendet habe, aber es sieht einigermaßen schön aus. Damit haben wir die erste Aufgabe ganz schnell erledigt. Und weiter geht's damit, dass wir diesen Satz vervollständigen sollen. Und jetzt schauen wir uns den Abstand an. Der Abstand zu einer Gerade ist natürlich der kleinste Abstand zur Gerade, weil ich könnte ja irgendwo das machen. Aber per Definition ist Abstand immer die kürzeste Strecke zwischen einem Gerade und einem Punkt. Das heißt, wir brauchen natürlich das Lot auf die Gerade. Sonst haben wir ja nicht den kürzesten Weg genommen. Und so ergänzen wir eben auch den Satz. Und damit ist das auch erledigt. Jetzt müssen wir die Punkte, die von G den Abstand 2 cm haben und gleichzeitig von C 3 cm entfernt sind. Naja, die Punkte, die von G 2 cm entfernt sind, sind natürlich parallele Linien, die links und rechts von der Geraden sozusagen entlang gehen. Auch hier ist es wieder gar nicht so einfach, mit dem Tool, das ich da verwende, 2 cm abzumessen. Ich habe da einfach mal drauf mich verlassen, dass bei dem Tool die Marker, die ich jetzt da setze, dass das 2 cm sind, weil das so markiert war auf dem Ding, was ich da habe. Also sah so aus. Also wir müssen halt das mit 2 cm abmessen und dann zwei Parallele jeweils 2 cm Abstand einzeichnen. Und ein Kreis ist die per Definition des Kreises, ja, habe ich einen Radius und außenrum um den Punkt sind immer derselbe Abstand. So funktioniert ein Kreis, sonst wäre der nicht rund. Das heißt, ich muss den Kreis noch um den Punkt C machen. Hier haben wir meine beiden Parallelen gleich. Und dann habe ich die Sachen, also die blauen Parallelen sind jetzt die Dinger, die genau den Abstand 2 cm haben sollten. Für den Fall, dass ich 2 cm richtig abgemessen habe. Und jetzt müssen wir natürlich noch diesen Kreis zeichnen um C mit genau 3 cm Radius. Und dann schauen wir, wo die sich schneiden. Auch hier wieder. Mit dem Tool, das ich habe, kann ich nicht genau ausmessen, wie groß der Kreis sein muss. Und ich kann nicht genau sehen, ob das den Radius, also ob ich genau den Mittelpunkt und dann den Radius passend habe. Das heißt, ich muss das jetzt hier ein bisschen schätzen. Das heißt, bei euch wird es wahrscheinlich, wenn ihr es selber macht, etwas anders aussehen, als so, wie ich es gemacht habe. Nachdem ich hier weiß, dass der C bis S den Abstand 2 cm hat, nehme ich einfach, dass der Radius soll ja 3 cm sein. Also muss ich hier jetzt kurz abschätzen, ist der Radius, der Mittelpunkt des Kreises jetzt ziemlich genau bei 3 cm? Könnte jetzt dann ungefähr sein, ist eigentlich für die Aufgabe auch gar nicht so wichtig, dass es ganz genau passt. Es ist vollkommen klar, dass der Kreis sich nicht mit der unteren Parallele schneiden kann, weil die von C ja mindestens 4 cm weg sein sollte. Das heißt, wir haben oben zwei Schnittpunkte und das sind auch genau die zwei Schnittpunkte, die wir brauchen. Diese ganze Zeichenaufgabe braucht ein bisschen Zeit hier. Ich brauche natürlich auch total viel Zeit, weil ich natürlich diese Tools nicht habe. Es ist nerviger an dem Ding, was ich da hernehme. Ich würde mir da ein besseres Tool wünschen, aber für unsere Anwendung soll das heute mal reichen. So, wenn wir dann die beiden Punkte gefunden haben und das halt mehr von mir aus gesehen so eine Skizze ist als eine exakte Zeichnung, dann können wir endlich an die Aufgaben gehen, bei denen es wurscht ist, ob ich am Tablet arbeite mit einem guten Zeichentool oder nicht. Wir müssen hier einfach nur eine Gleichung auflösen. Gleichung auflösen können wir ganz gut mit Äquivalenzumformungen. Das heißt, Trick ist ja immer, erstmal alle Zahlen auf eine Seite und alle x auf die andere. Das
Das heißt, ich mache das minus ein Sechstel, damit wandert es ein Sechstel auf die andere Seite rüber. Jetzt müssen wir natürlich 2 Drittel minus ein Sechstel rechnen, was geht, indem wir denselben Nenner basteln. Naja, das ist 6 wohl. Und dann, wenn wir das voneinander abziehen, steht da 3 Sechstel ist ein Achtel x. 3 Sechstel ist eigentlich ein Halb. Ich multipliziere aber zuerst mit 8, damit ich hier niemanden verwirre. Also haben wir 3 mal 8 geteilt durch 6 und das soll x sein. Und wenn man das jetzt noch schnell ausrechnet, kommt da halt 4 raus. Also letztendlich haben wir 3 Sechstel kürzt sich auf 1 Halb und das Ganze mal 8. 1 Halb mal 8 ist 4. 2 Punkte wahrscheinlich für die 2 Umformungen, die man richtig machen muss. Jetzt geht es um die Tabellenkalkulation, da muss man ja eigentlich nur lesen können. Die A1 mal, Klammer auf, A2 minus 3. Schaue ich nach, A1 hat den Wert 2, also 2 mal, Klammer auf, A2 hat den Wert 7, davon muss ich noch 3 abziehen. Letztendlich 2 mal 4, da kommt 8 raus, sollte soweit passen. Jetzt kommen wir zu diesem Term hier, 13 mal 84 minus 87 mal 84. Und da sagt Susanne, man könnte das leichter rechnen. Wir sehen, die 84 ist in beiden Termen enthalten. Das heißt, wir können die ausklammern, also mal 13 plus 87. Und 13 plus 87 ist halt zufällig 100. Und damit hat Susanne recht, dass wir halt tatsächlich leichter rechnen können, weil 84 mal 100 wesentlich leichter ist, als wenn wir 13 mal 84 oder sowas rechnen müssen. Irgend so ein Quatsch. Also wir machen mal 100, statt indem wir krumme Zahlen rechnen. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Hier müssen wir eigentlich nur ausrechnen. Wir sollen den Term so weit wie möglich vereinfachen. Das heißt, wir benutzen als LERS das Distributivgesetz, um das 3a in die Klammer rein zu multiplizieren. Dabei müssen wir 3a mal 1 und das Minus dazwischen dann und 3a mal 2a rechnen. Also 3a mal 1 minus 3a mal 2a. Die 7a Quadrat bleiben halt einfach stehen. Und das rechnen wir schnell aus. 3a minus 6a Quadrat. Komisch, warum es so flackert im Bild. Ja, und a mal a gibt a Quadrat und Zahl mal Zahl gibt eine andere Zahl. Also haben wir am Ende 3a plus a Quadrat und das ist dasselbe wie, als wenn wir a mal 3 plus a rechnen würden. Ich weiß jetzt nicht, welches davon leichter ist, so oder so. Gut, dann haben wir diese Umfrage, in der die Leute ihre Mathe auf Können bewerten sollten. Und die Frage ist, ob jeder 20. der Befragten schätzt die Sachen, also seine Mathekenntnisse, schlechter als 4 ein. Schlechter als 4 heißt 5 oder 6. Ein 20. sind 5% und hier sind 4 plus 1% haben ihre Mathekenntnisse schlechter eingeschätzt. Also da 4 plus 1 gleich 5 ist, ist diese Aussage wohl richtig. Wenn wir als nächstes schauen, wir sollen jetzt dieses Kreisdiagramm zeichnen mit dem Winkel. Für die Note 2 sollen wir bestimmen. 360 Grad ist der gesamte Winkel. Note 2 haben 40% Leute, also brauchen wir 40% von 360 Grad. Das sind also 360 Grad mal 40% sind 40 Hundertstel. Das heißt, wir nehmen 360 mal 40 geteilt durch 100. Ja, und das ist halt, wir können erstmal kürzen. Bei 40 geht ein Zehner weg. Und bei 360 können wir einen Zehner wegnehmen, dann haben wir quasi 36 mal 4 und 36 mal 4 ist 30 mal 4, das sind 120 und 4 mal 6 sind 24, müssten zusammen 144 Grad sein. Als nächstes sollen wir einen Term angeben, der die Durchschnittsnote der Selbsteinschätzung ausgibt und jetzt haben wir natürlich 7 von 100 Leute, die die 1 gesagt haben, also machen wir 7 von 100 sagen 1, 7% mal 1, 40%, 40 von 100 haben 2 gesagt und so weiter. Und wenn wir das alles zusammen addieren, dann kommen wir auf die Lösung. Man kann sich es auch ungefähr so vorstellen, wenn ich alles am Ende durch 100 teilen würde, weil ich 100 Teilnehmer hatte, 7 davon sagen 1, also muss ich 7 mal die Note 1 nehmen, die Note 2 muss ich 40 mal nehmen, die Note 3 muss ich 30 mal nehmen und so weiter. Und am Ende teile ich alles durch 100. Man kann das aber auch immer einzeln machen, dass man sagt 7 durch 100 mal 1. Und so weiter ist ja nach Distributivgesetz dasselbe. So, die letzte Aufgabe, die wir hier noch haben, ist, das heißt, jetzt hier wären 300 Leute, hätten diese 30% der Leute gewesen. Also es sind die Leute, die Note 3 vergeben haben. Naja, wenn 30% 300 Leute sind, dann 10% der Leute 100 Leute. Das heißt,
Wenn ich 100% haben will, muss ich 1000 Leute haben. Es macht eigentlich nur Sinn so. Damit ist die Antwort auf unsere Frage 1000 Personen wurden gefragt. Kommen wir zur nächsten Aufgabe 6. Da ist eigentlich nur gefragt, wie viel sind 2 Stunden und eine halbe Stunde in Minuten? Naja, 2 Stunden sind 2 mal 60 Minuten, also 120 Minuten. Eine halbe Stunde, wissen wir alle, sind 30 Minuten. Wenn man die zusammenrechnet, sind wir bei 150 Minuten. Das war nicht so schwierig. Jetzt geht es noch ein bisschen mehr an Einheiten. Wir sollen die Darstellung finden, die das gleiche Volumen wie 0,2 Kubikdezimeter hat. Und wir sollen die beiden ankreuzen. Naja, da Kubikdezimeter und Liter genau das gleiche sind, also das ist per Definition dasselbe, ist das erste schon mal richtig. 0,2 Kubikdezimeter sind wohl auch 0,2 Liter. Jetzt 2 Kubikdezimeter sind wesentlich weniger, ist klar. Dann haben wir dieses 0,2 hoch 3, das macht absolut überhaupt keinen Sinn. 200 Kubikzentimeter macht durchaus Sinn, weil wir müssen ja 3 Komma Stellen verschieben und damit sind die anderen raus, weil wir die 2 richtigen schon gefunden haben. Aber wenn man genau nachrechnet, merkt man auch, dass die anderen beiden die Kommaverschiebung immer falsch gemacht wird. Und zwar immer um eine Stelle, also ihr müsst nur auf die Kommaverschiebung achten. Denkt dran, hoch 3 bedeutet 3 Komma. So, jetzt sollen wir die Größe dieses Winkels Beta da oben ausrechnen. Ich zeichne mir hier kurz eine Parallele ein, weil dann sieht man, da die beiden ja, das soll ja ein Parallelogramm sein und damit müssen die beiden Geraden da parallel sein und damit findet man da oben nochmal Alpha. Und dadurch ist, sieht man jetzt sehr gut, dass Alpha einfach 90 Grad kleiner ist als Beta. Also muss ich Alpha plus 90 Grad rechnen, um Beta zu bekommen. Und das ist nicht so schwierig, weil ich 34 Grad plus 90 Grad sind einfach ganz schnell 124 Grad. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das auszurechnen. Das ist halt die schnellste. Jetzt sollen wir den Flächeninhalt des Ganzen ausrechnen. Wir wissen B und D. Und da B die Höhe ist und D die Grundfläche. Grundfläche mal Höhe, also 0,8 mal 4 und das sind 3,2. Ich habe hier tatsächlich die Einheit Quadratmeter vergessen. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber ja, denkt euch die dazu. 3,2 Quadratmeter. Jetzt die Frage, warum diese Formel gilt. C ist gleich B mal D durch A. Man könnte auch A als Grundfläche dieses ganzen Dings ansehen und dann wäre C die Höhe. Also gilt, dass A mal C dasselbe ist wie B mal D. Und wenn ich jetzt einfach mit einer Äquivalenzumformung schnell noch durch C teile, habe ich den Term, von dem sie behaupten, ja, das könnte ja dasselbe sein, also das könnte gelten. Und habe ich B mal D durch A ist C. Damit sind wir fertig. Jetzt haben wir insgesamt grobe 12 Minuten 41 Sekunden gebraucht. Ich check noch schnell mit der Lösung gegen, ob ich alles richtig gemacht habe. Habe ich tatsächlich in dem Fall. Und ihr findet, wenn ihr in die Videobeschreibung schaut, noch die Angaben und die Lösungen. Und im nächsten Video schauen wir dann mal, was wir da machen. Viel Glück beim BMT und bis zum nächsten Mal.